Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Halbfinale der Pantoffelplays Europameisterschaft. Schweden und Spanien stehen sich gegenüber und unser Shop-Kommentator ist natürlich wieder am Start. Kevin, grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja, Schweden, Spanien. Ja. Das sind zwei Top-Teams. Richtig. Haben die beiden nicht zumindest im Achtelfinale auch jeweils in Runde gespielt? Oder vertue ich mich da? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber könnte sein. Ja. Schweden auf jeden Fall. Hatten die Spanier nicht auch mal eins? Ja, nee, Spanien glaube ich auch. Die hatten auch. Ne, doch, die haben gewechselt gegen Ungarn zwischendurch. Also Ungarn zwischendurch gewechselt. Nee, aber auch im Achtelfinale, glaube ich. Ne, das war doch. Deutschland-Spanien war doch auch ein. Deutschland-Spanien auch, ja, ja. Na, guck mal, dann haben die noch gar kein Tour und Tour gehabt. Aber jetzt. In ca. 10 Sekunden würde ich sagen, lasse ich mal den Ball los. Und dann wollen wir sehen, wer das Ding hier nach Hause fährt, nicht, 5, aber ins Finale einzieht. 4, 3, 2 und 1, bitte. Und das Spiel geht los. Wir suchen den Finalgegner von England. So ein Finale England-Spanien, das hätte natürlich was, ne? Ja. Aber England-Schweden wäre auch nicht unbedingt schlecht. Kommt halt auf die Form von Zlatan heute an. Genau, egal wie es kommt. Ja, wenn der schon überleg mal, wir hätten super isotonisches Wasser da getrunken hat, dann kann er eigentlich nichts schiefgehen. Und wenn er sich damit auch noch die Haare gewaschen hat und den Bart damit zurechtgezwirbelt hat. Überleg mal, hätte Deutschland nicht in der ersten Runde versagt, hätten wir das Traumfinale England-Deutschland haben können. Tja, mit der Wembley-Forelle. Die aber diesmal im Tor gewesen wäre. Aber es ist anders gekommen. Spanien der verdiente Halbfinalteilnehmer. Und deshalb müssen wir das auch respektieren. Wir müssen nichts, aber wir tun es einfach. Ja. Wir können auch sagen, scheiß Spanien, ey. Ja, aber so sind wir nicht. Wir wechseln Deutschland wieder ein. Schweden aber mit dem ersten Torversuch. Reicht aber nicht, um hier in Führung zu gehen. Aber jetzt Spanien mit der Führung. Spanien mit dem 1:0. Lieber Spanier. Iron Wolf macht das Führungstor. 1:0. Da bin ich echt gespannt, wer hier den Einzug ins Finale. Aber die Russen schaffen. Die singen gerade ihre Hymne. Und mit singen meine ich, sie bewegen da, ganz da, dezent. Da, 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 da. Da 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 da. Was würdest du sagen? Sind die russischen Spieler vor jedem größeren Turnier gedopt. Per se immer betrunken? Gedopt sind die. Ich wundere mich, dass sie überhaupt mitmachen dürfen. Die haben noch da Staatsdoping. Oh, der Wayne Rooney. Oh, der sieht auch aus wie. Der ist alt geworden, der hat schon graue Haare. Hab ich gerade gesehen, als sie mit dem Bus angekommen sind, ey. Der sieht aus wie ein Stück Hack mit einer grauen Perücke. Also mit Schimmel. Genau, mit so einem Pflaumen oben drauf. Ja. So ein Hacke-Peter, der schon, keine Ahnung, 3 Wochen im Kühlschrank vor sich hingabelt. Aber ist natürlich ein Spitzenverdiener für so einen gammelnden Hacke-Peter. Ja, das Geld würde ich wohl auch nehmen. Oh. Aber wir wollen hier Tore sehen. Tore ist das, was wir brauchen. Das erste Halbfinale ist schon sehr torarm, würde ich sagen. 3-1 nur für England. Der zweite hoffentlich. Ja, aber bisschen am Ende zählt das Ergebnis, würde ich sagen. Spektakulärer, das stimmt natürlich. Ja. Wenn man hier auch mit 1-0 gewinnt, gewonnen ist gewonnen. Fragt sich ja keiner mehr nach. Gewonnen ist gewonnen. Fragt doch keiner mehr, wer im Halbfinale war. Ja. Entscheidend ist, wer das Finale nach Hause holt. Da sind wir noch nicht. Deshalb suchen wir jetzt erstmal hier den Teilnehmer fürs Finale. Ja, so ist die Definition von Halbfinale, da hast du absolut recht. Ja. Und das sieht im Moment stark nach Spanien aus, mit einer Einzelführung kaum noch einzuholen. Noah, das war, also, schon krass, so ein 1-0. Ist halt das Abwehrbollwerk, ne, da kommst du halt nicht durch. Da kommst du nicht durch die Spanier. Zu welcher Tageszeit müsste man denn hier jetzt angeln, damit man was beißt? Ich kann gerade nicht aufrufen, das Menü, weil ich die Angeln Wasser. Du auch? Ich hole mal im Haus. Was sagt denn hier? So um 4 Uhr nachmittags.
Ich spule mal vor. So. Ich möchte nämlich auch mal hier was rausziehen. Mit der. Ja, aber du bist halt nicht so der. Turbo-Ausrüstung. Bist halt nicht so der Goalgetter. Doch, ich spiele jetzt mit. Okay. Für Liechtenstein. Für Liechtenstein. Kevin also ja. Für Liechtenstein am Start. Wird sowieso nichts fangen. Also können wir das machen. Und bisschen mehr Vertrauen. 4 Minuten sind gespielt. Und da steht immer noch 1 zu 0. Aber auch wenig Torschüsse. Ja, bis jetzt nur 2 Torschüsse. Einer war drin, einer war nicht drin. Einer von Schweden, einer von Spanien. Alles ist ja schon für fast. Für die Statistiker unter euch. Wenig los hier. Ich möchte jetzt hier Tore sehen, Leute. Das ist ähnlich C wie Schweiz gegen Schweden, tatsächlich. Weil auch nur 2-1 ausging. Manuel bestätigt gerade, dass wir dann morgen bestellen, sobald ich gegen 18 Uhr oder so. Oh, ich esse extra kein Mittag morgen, damit ich ja den ganzen Laden bestellen kann, das sage ich dir. Aber auch da ist 18 Uhr überlebt, ey, das ist natürlich um 21 Uhr spielen. Ey. Ach so, fängt das Polenspiel um 18 Uhr an, oder? Ja, das fehlt um 18 Uhr. Ach so. 15 Uhr Türkei, 18 Uhr Polen und 21 Uhr Deutschland. Was sagst du bei dem Spiel der Türken? Wer gewinnt da? Kroatien natürlich. Ja, meinst du? Ich weiß gar nicht, wie die Türken in der Qualifikation waren. Waren die da? Die haben nicht die Gruppe geholt. Ne? Die waren Gruppenzweiter, glaube ich. Ich bin halt Anti-Türkei, deshalb können die Fußballer gegen Liechtenstein spielen, dann sage ich Liechtenstein gewinnen. Schweden aber mit dem Torversuch hier. Oh, Schweden mit dem Doppelschuss. Aber beide leider daneben. Spanien auch nochmal hier mit dem Versuch. Aber auch der jetzt nicht drin. Jetzt hagelt es die Torschüsse, ja. Aber keine Tore. Wir brauchen Tore, Leute. Das ist das, was zählt. Das brauchen wir. Immer noch 1-0. Und dann geht es rund. Rund geht es im Finale, Leute. Da wird die Tore hageln, das verspreche ich euch. Nicht wie hier. Ja, 1-0 nach 6 Minuten. Mein Blatt Papier ist hier gleich schon zugemalt. Weil da so viel Action auf dem Platz ist. Ich hab einen Drachen gemalt. Du sollst auch nicht so viele Penis. Achso. Ich hatte gedacht, du malst da wieder Phallus-Symbole. Nein, da verwechselst du mich mit dir selbst. Ich? Bitte was? Jo. Genau das. Irgendwie kommt das Russland-England-Spiel auch nicht wirklich in Fahrt. Ja, verpassen wir ja zum Glück nichts. Ja, ist schon möglich. Da wo unser Russland-England-Spiel Mit Verlängerung sogar. Das geiler. Wirst du heute nicht so sehen. Ja, aber das Golden Goal wahrscheinlich. Das Golden Goal mit guten Spieler. Und Schweden! Schweden mit dem Ausgleich! Schweden macht es spannend. 1-1 zwischen Schweden und Spanien. Und noch 7 Minuten 38 Uhr. Gute Halbzeit. Halbzeit haben wir jetzt gleich. Und es steht 1-1. Bis jetzt lässt sich hier absolut nicht sagen, wer das Ding nach Hause holt. Es bleibt spannend. Wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde, möchte ich sagen. Vielleicht sogar tatsächlich die zweite Verlängerung in unserem Spiel hier. Wäre auch mal wieder was. Oh, guck mal, vielleicht hätten wir auch im Finale wäre natürlich Golden Goal richtig geil, ne? So. Aber im Halbfinale nehmen wir das wohl auch. Also. Aber erst dann bitte. Und Schweden mit der Führung! Schweden dreht das Spiel! 25 steht. Ja. Boah, da könnte es echt 25 werden. Im Finale, da wird glaube ich, ein paar Tore mehr geben, da. Aber Schweden jetzt hier vorne. Was ist denn eine Halsabschneider-Forelle? Cutthroat. Die haben das einfach 1-1 ins Deutsche übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutsch wirklich so heißt. Sieht die so aus wie du? Nee, aber die hat so ein. Ich sag jetzt nichts. Ich wollte was sagen, aber das wäre wieder. Ich glaube, ich weiß, was du sagen wolltest. Ja. Das lässt sich übertragen auf die eine WhatsApp-Nachricht, die du mir vor ein paar Wochen oder Monaten mal während einer Aufnahme geschickt hast. Was?
Ich erinnere mich an die Nachricht nicht mehr. Nicht? Ja, da hattest du auch mir was geschrieben und das habe ich dann aus gutem Grund nicht vorgelesen. Und da wurde dann in den Kommentaren unter dem Video wurde spekuliert. Ich glaube, das war bei Seven Days to Die. Oh, was hat der da für eine Nachricht von dir gekriegt? Ich wollte was anderes zu Halsabschneider sagen. Hier wird man ja zum Kettenraum. Ja, die Spannung ist tatsächlich zum Zerreißen gespannt. Nee, wie heißt das? Ich habe schon keine Fingernägel mehr. Wie heißt denn der Spruch? Ja, zum Zerreißen? Ja, zum Spannung? Zerreißen gespannt. Ja, klar. Die Luft. Wenn was gespannt ist. Steht. Hä? Ach, die Nerven sind zum Zerreißen gespannt, ja, sagt man. Die Nerven, nicht die Spannung. Hast du die Luft gesagt? Die Spannung, ja, habe ich gesagt. Achso. Die Spannung ist gespannt. Ja. Ich bin so aufgeregt, Kevin, weil ja nur 1-1 steht, ne? Da verliere ich glatt die Sprache. Ich meine, ich habe eh keine, aber dann noch weniger. Keine Sprache hat der Marc. Und jetzt sind noch gleich 5 Minuten auf der Uhr und es steht immer noch 2-1 für Schweden. Also Schweden im Moment in Führung, von Spanien muss jetzt ein bisschen was kommen. Wir haben tatsächlich noch keinen Hattrick gesehen im Halbfinale. Ah, da ist er für Schweden! Für Schweden! Macht das 5-1. Und jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart für Spanien. Schweden mit der Zeit. Gibt der Iron Wolf schon auf? Schweden mit der Zeit im Vorteil. Noch 400 Heute Minuten. Euer Fairplay in allen Ehren, aber wir wollen Blut sehen! Gerade auf den spanischen Trikots, weil die sind sowieso rot. Da sieht man am Blut nicht so. Aber Schweden macht weiter Druck. Schweden mit dem nächsten Torversuch. Schweden will jetzt endgültig dicht machen. Ja, Cic war zwar schon 5-1 und dann wird nicht mehr viel Zeit bleiben für Spanien, das noch eins zu holen. Aber möglich ist alles. Eben. Also bleiben wir mal gespannt. Jetzt Punchline mit der vermutlichen Vorentscheidung. Der war heute schon ganz schön aufgeregt, der Boy. Ja, der hat mich heute schon bei Steam locker 80 Nachrichten geschrieben, dass er so aufgeregt ist. Dann hat gesagt, wir sollen mal durchatmen, das wird schon. Und jetzt sehen wir es, Leute. 5-1 für Schweden. Ich wiederhole den Kommentar aus dem ersten Halbfinale. Es geht hier sowieso nichts. Ruhm und Ehre. Ist das nix? Wer die Pantoffel-Plays-Europameisterschaft gewinnt, in unserer heutigen Konsumgesellschaft ist Ruhm und Ehre wahrlich nichts mehr. Aber, Kevin. Aber? Wer das Ding hier gewinnt, der geht in die Fishing Planet-Geschichte ein. Da geht es nicht immer um Material. Spanien nochmal. Spanien nochmal mit dem 5-2. Jetzt ein Hattrick. Es wäre wieder ausgeglichen, wenn jetzt der Hattrick kommt. Also können wir gespannt sein, ob sich da nochmal was tut. Trucker lebt auf jeden Fall noch. Hat gerade einen Glückwunsch im Chat geschrieben. Ach doch, da hat er aufs Tor geschossen. Ja, alles gut. Wir hätten das erste Tor gemacht von Spanien auch. Der Iron Wolf. 5-2 für Spanien bis jetzt. 3 Minuten noch zu spielen. Auch für Spanien sag ich schon. Für Schweden natürlich, ne? Schweden, ja. Wir wollen ja nicht die ganzen Spanier zum Himmel loben, wo sie hinten liegen. Das ist nicht unsere Intention. In Colorado, da uhuen die Uhus schon um 16.34 Uhr. Hier uhuen die ganze Zeit, Junge. Und früher war das Leveln noch richtig hart. Da hast du ja 80 Jahre in Colorado gesessen und du hast die ganze Zeit so ein Uhu gehabt. Alter. Ist ja schon ein bisschen nervig. Was hab ich geflucht? Aber man kann mittlerweile die Umgebungsgeräusche ausstellen. Das ging damals nicht. Das früher nicht, oder was? Nee. Wie würdest du denn generell beschreiben, wie sich das hier entwickelt hat, das Spiel? Also zu den ganz frühen. Und Schweden mit dem 6-2, das ist wahrscheinlich die Vorentscheidung nach 2 Minuten, zu spielen! Weiß ich nicht. Ich warte noch, dass die Boote rauskommen und der Multiplayer. Dann gebe ich mein Urteil. Ach stimmt, Boote, da hat das ja was erzählt. Ja, das wäre ganz cool. Dann würde ich mir überlegen, das vielleicht. Exzessiv zu spielen. Ich wollte gerade sagen, seien wir ehrlich, ich werde das sowieso wieder deinstallieren. Nein, Kevin, überleg mal, wenn wir da zu zweit auf dem Boot rumcruisen, der Sonne entgegen. Ich bin halt kein Angler. Ich habe mir letztens. Oh, Schweden nochmal. Schweden das mit der Vorentscheidung 7-2. Jetzt wird's dominant. Deklassierung von Spanien. Sagten die Uhren noch eineinhalb, noch niemals. Ja, Minute 20 noch. Ich schreibe schon mal mein Sprüchlein.
Und dann ist das hier gegessen, Leute. Ich habe mir letztens zwei Spiele wieder besorgt. Das eine nennt sich House of the Dying Sun. Das ist so ein bisschen nochmal Spanien. Ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf ja. Okay, die beeil dich, das Spiel ist gleich die vorbei. Die Dogfight-Parts von Star Citizen und von No Man's Sky, wenn es die denn geben wird. Und das macht ganz... Und nochmal Schweden. Noch Schweden! Mit dem 8:3, jetzt hagelt die Tore. Das macht schon Spaß. Ist momentan in der Early Access Phase, kostet irgendwie 18 Euro oder so. Das kann man sich mal angucken. Und das andere Spiel ist The Solus Project. Das ist, glaube ich, ein schwedisches Spiel. So ein bisschen gehalten wie hier Firewatch, nur ein bisschen weniger rätsellastig. Noch 15 Sekunden. Auch nicht schlecht. Gab's die Tage bei GOG für 16 Euro und ein paar kaputte. So, 3, 2, 1 und... Vorbei! Das Spiel ist zu Ende, Schweden, damit der andere Finalteilnehmer trifft dann auf England, Spanien, ausgeschieden tatsächlich. Ja, wer hat's am Anfang gedacht? Und schreibt er noch. Glückwunsch an Schweden. Schweden auf jeden Fall weiter mit einem souveränen 8:3. Am Anfang kurz hinten gelegen mit 1:0, dann aber das Spiel gedreht und eiskalt die Führung ausgebaut, davongezogen und Spanien gar keine Chance gelassen. So wollen wir das sehen. Und jetzt geht es ans Finale. Ja, da sind wir gespannt, wie es da ausgeht. Da sehen wir hoffentlich ein paar richtig dicke Tore. Und dann gucken wir mal, wer da den Pott nach Hause nimmt. Ja, den Pott voller Ruhm und Ehre. Lol. Ja. Das ist super. Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, also sehen wir uns im Finale wieder. Wir sind schon aufgeregt. Gucken mal, wer dann das Ding sich nach Hause unter Nagel reißt und dann ist das Ding gelaufen. Das war dann schon gelutscht. Aber ein Spiel gibt es noch und da sehen wir uns ja, wieder. Vor allem die Europameisterschaft, die wirklich wichtig ist. Ne? Ja, logisch. Ja. Die im Fernsehen, die könnt ihr vernachlässigen. Leute, da ist sowieso klar, dass Deutschland gewinnt. Bei uns leider nicht. Aber in echt ist das ja geschenkt. Ja. Also. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall 10 Daumen nach oben da. Jeder von euch. Ja. Und dann sehen wir uns im Finale wieder. Bis dahin. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss.